Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem Unpacking-Video auf diesem Kanal. Worum geht's? Es geht heute um das hier, 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 die Dinger werden immer schwerer und es geht heute um das hier. Ich habe mir ein paar kleine Sachen bestellt, natürlich nicht alle auf einmal. Der eine oder andere wird natürlich jetzt denken, Mensch, hat er zu viel Geld, hat er zu viel Zeit? Nee, in letzter Zeit hatte ich ziemlich viel um die Ohren und bin gar nicht zum Auspacken gekommen. Und heute nehme ich mir mal die Zeit. Als ich gestern anfing, dieses Paket hier auszupacken, dachte ich, Mensch, lasse ich die Community daran teilhaben und packe die ganzen Sachen mit euch zusammen aus. Ich habe gestern Abend die Kamera aufgebaut. Naja, und dann wollen wir mal sehen, ob die Chose heute hier so läuft. Also seid dabei, wenn ich die Pakete auspacke. Es ist ein Auspacken, ein Unpacking, kein Unboxing, kein Look in the Box, kein Look in the Book, kein Flip-Through. Wir gucken einfach mal, was wir hier so haben. Ich halte das in die Kamera, zeige euch das und erzähle vielleicht eine Kleinigkeit dazu. Mehr erstmal nicht, ist ein kleiner Teaser. Fangen wir einfach mal an. Ich habe hier alles vorbereitet. Ich habe hier einen kleinen Schneidfix. Ich habe hier einen großen Schneidfix. Und zur Sicherheit noch eine Schere. Und ganz besonders zur Sicherheit einen Verbandskasten. Man weiß ja nie, was passiert bei so einem Unpacking. Ich habe hier mein Handy als Tischcam, probiere ich zum ersten Mal aus. Und dann werden wir jetzt erstmal anfangen. Lasst uns beginnen mit diesem hier. Wie ihr wisst, zelebriere ich ja immer das Auspacken ein klein wenig. Ja, dieses Paket stellt uns vor nicht allzu große Herausforderungen beim Auspacken. Hier haben wir so eine Lasche und damit ziehen wir das Ganze einfach mal auf. Reißen wir es auf. Wichtig ist ein fester Griff zwischen Daumen und Zeigefinger und dann ziehen wir das ganze Ding mal auf, die ganze Schose. Seht mal, wie leicht das geht. So, was haben wir hier drin? Ah ja, genau. Das DSA 5, das Bestiarium Nummer 2 Hardcover-Ausgabe. Leider ist es nicht mehr eingeschweißt. Ich glaube, der Verleger ist jetzt dazu übergegangen, seine Bücher nicht mehr einzuschweißen. Wenn ihr so ein Exemplar eingeschweißt bekommen habt, schreibt das doch mal in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, ob das ein gebrauchtes ist. Aber ich habe eigentlich den Neupreis dafür bezahlt. Dieses Band, also genau dieses Buch hier, das ich hier in den Händen halte, ist ein besonderes Buch. Denn es ist das letzte DSA 5 Bestiarium 2 als Hardcover-Ausgabe, was für den regulären Preis von 27,95 erhältlich war. Ich habe noch zwei Händler ausgemacht. Das Ding ist, die Hardcover-Ausgabe ist beim Hersteller, beim Verlag, verlagsvergriffen. Gibt es nur noch als Taschenbuchausgabe. Ich hatte noch zwei Online-Händler ausfindig gemacht, wo ich dieses Buch beziehen konnte. Und noch während es mir geliefert wurde, ist der Preis, also bevor ich es hier bekommen habe, ist der Preis von dem 27,95 auf 46 Euro gestiegen. Ja, also online ist es eigentlich nicht mehr zu bekommen für den regulären Preis. Bei sämtlichen Händlern ausverkauft, wie gesagt, nur noch die Softcover-Ausgabe. Habt ihr vielleicht noch einen lokalen Händler eures Vertrauens und findet dort die Hardcover-Ausgabe, dann greift zu. Ansonsten ist das Ding jetzt schon antiquarisch. Und wird demnächst wahrscheinlich nicht mehr für unter 50 Euro zu haben sein. Das ist mein erstes reguläres Monsterhandbuch oder Bestiarium oder wie man das Ding auch nennen mag. Hat mir sowas noch nie zugelegt. Ja, es war viele Regionalbände und so weiter, aber Monsterbücher noch nicht. Es sei denn, die Monsterbeschreibungen sind komplett in einem Regelwerk oder in einer Erweiterungsbox enthalten gewesen. Oh, es kommt der dicke Kavenzmann. Oh, ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen.
Oh ja. Hoffentlich hat die Ware da drin keinen Schaden genommen. Normalerweise sollte man ja mal gleich nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, wie gesagt, da hatte ich nicht den Kopf. So, packen wir das Ding jetzt mal ganz vorsichtig aus. Und ja, genau, das wollen wir hier erstmal. Das hier. Und zwar haben wir hier einen Bildband von dem Zeichner Roy Krenkel, auch Krenkel Roy genannt, von seinem größten Fan in Deutschland, also von mir. Ja, hier steht Roy Krenkel, The Father of Heroic Fantasy. Den hatte ich bis jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm. Das Einzige, was ich von ihm weiß, ist, dass ich nichts weiß und dass er der Heroic Fantasy erst mal ein Gesicht gegeben hat. Also er war ein Zeichner der Pulp-Ära, eigentlich der frühen Pulp-Ära, also vor der Pulp-Ära noch. Er hat John Carter vom Mars gezeichnet, Tarzan, ja auch Conan. Und er war auch bekannt dafür, für seine prähistorischen Zeichnungen, also Zeichnungen von Dinosauriern, aber auch von antiken Ruinen, ägyptische Ruinen und so weiter, Paläste oder Tempel. Sein Einfluss soll man auch merken bei dem Zeichner Frank Franzetta. Das ist wirklich ein schweres Teil. Und ich hoffe, dass ich hier mit diesem Buch mehr über ihn erfahre. So, hat über 314 Seiten, ein Riesenwälzer. Ja, wollen wir mal nicht hier, ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen. Na, das ist was für mich. Ja, Roy Krenkel, der ist, ich glaube, 1983 oder 1988 gestorben. Ja, hier sind dann die ein paar Sketches hier von Tarzan. Jawohl. Es gab schon mal so eine dicke Ausgabe. Die ist, weiß ich nicht, ich glaube 2-3 Jahre alt. Ja, vielleicht ist das hier auch ein Nachdruck. Die war noch in einem Schuber drin, aber die ist für unter 300 Euro nicht mehr zu haben. Die war limitiert. Das hier weiß ich jetzt nicht, ob das ein Nachdruck oder ein Neudruck ist. Ist man zurzeit mit knapp über 50 Euro dabei. Ja, wie gesagt,
Trankeroy hier hatte nicht unwesentlich Einfluss auf Frank Frazetta. Frank Frazetta, den müsste eigentlich jemand kennen. Und wer ist eigentlich Frank Frazetta? Olle Frank, Frank Frazetta. Ja, wir wollen da jetzt nicht allzu weit ausholen. Frank Frazetta ist der Zeichner, der Conan so dargestellt, wie wir uns den Conan vorstellen. Und Marvel Comics hat dann mit seinen Conan-Serien eigentlich das Aussehen beibehalten. Und hier haben wir hier so ein Sammelwerk. Das ist ja ein weiterer Bestandteil der Lieferung. So. Und während ich euch das gerade erzähle, denke ich auch, kennt ihr den überhaupt? Olle Frank. Frank Frazetta, um es mal kurz zu sagen, ist der wichtigste und einflussreichste Zeichner des letzten Jahrhunderts. Ja, ich glaube, den Titel hat er nicht zu Unrecht und kann dementsprechend in der gleichen Riege wie Rembrandt, Van Gogh und so weiter genannt werden. Und jeder Fantasy-Fan, der was auf sich hält, der sollte sein Werk sein eigen nennen. Besteht aus 3 Bildbänden. Einmal Band 1 Legend, Band 2 Icon, Band 3 Testament. Das mittlere Icon gibt es auch eine deutsche Version. Und während ich euch das jetzt gerade erzähle, fällt mir ein, dass ich auch so um die 20 Jahre alt oder über 20 Jahre alt bin. Und Frank Frazetta auch. Und die Bildbände, die sind jetzt, ja, um die 20 Jahre alt oder über 20 Jahre alt. Und da wird man wahrscheinlich ein gut erhaltenes Band für unter 200 Euro nicht mehr bekommen. Wartet mal, ich zeige euch mal kurz die Bildbände von Frazetta, von Olle Frank. Ja, die habe ich auch nur noch gebraucht bekommen. Hier einmal Band 1. Ach nee, nicht Legend. Was erzähle ich denn da noch von Legend? Legacy. Band 1, Legacy. Das hier ist Band 2, Icon. Das ist die deutsche Ausgabe. Wie gesagt, Icon gibt es als deutsche Ausgabe. Ist das einzige deutsche Band. Deswegen heißt das Master of Fantasy Art. Im Original steht hier oben noch Icon. Und der dritte Band, Testament. Irgendwo habe ich noch hier die amerikanische Ausgabe von Icon. Hier ist noch die Originalausgabe, die amerikanische Icon. Im guten Zustand sind die Bildbände unter 200 Euro das Stück nicht mehr zu erhalten. Wenn ihr die irgendwo für 100 Euro seht, zuschlagen. Als Alternative zu den Bildbänden, wie gesagt, Stück 200 Euro. Da haben wir hier einmal von Frank Frazetta ein Sketchbook, wo seine Skizzen und Bleistiftzeichnungen hauptsächlich drin sind. Da sind auch Farbbilder drin. Ja, in DIN A4 Format. 176 Seiten. Das ist man, glaube ich, so, bin mir jetzt ja nicht sicher, will jetzt nicht Falsches sagen. Nee, den Preis weiß ich jetzt ja nicht, lass ich sein. Hab, wo ich das Buch bekommen habe, auch ein kleines Unpacking-Video gemacht. Da habe ich meine Handykamera ausprobiert. Stelle ich auch noch auf YouTube ein. So, und da haben wir hier noch das andere, das ich dann schon angefangen habe auszupacken. Das hier ist das neueste Bildband von Frank Frazetta in Übergröße. Das ist der größte Bildband, den es gibt. Ihr halt mal ein anderes, das alte dagegen. So, schaut mal, um wie viel dieser Band größer ist. Ja, den sollte man sich auf jeden Fall zulegen. Bei mir ist er noch eingeschweißt, den habe ich mir noch gar nicht angesehen. Ja, wenn wahrscheinlich nicht so viele neue Bilder drin sind, die ich noch nicht kenne. Preis zurzeit um die 35 Euro. Kann man sich antun. Dieser Riesenteil, freue ich mich. Ist ganz regulär noch zu haben. Ist auch ein Nachdruck von einem limitierten Band. Der hat ein anderes Cover. Hier haben wir Frazettas Egyptian Queen drauf.
Und bei dem anderen, glaube ich, ist der Death Dealer drauf. Wie gesagt, der Nachdruck bzw. die Zweitauflage wesentlich preiswerter. So, und ich denke, hier machen wir heute erstmal einen Cut. Und das andere geht im nächsten Video weiter. So, Freunde, ich nochmal. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Speicherkarte ist noch ein bisschen Platz drauf. Können wir nochmal einen Abschluss machen? Hier, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Guckt mal. Hier. Ja, ich halte das nochmal hier und da die Handycam. Und andere Seite hier auch. Ja, also weniger als leicht bestoßen. Das geht gar nicht. Da habe ich gleich den Rücksendeschein ausgedruckt. Da sind sie ja sehr kulant. Ich zeige euch nochmal. Hier war ich ja aufgerissen. Also was lernen wir daraus oder was lerne ich daraus? Doch, lieber gleich nachgucken. Liegt jetzt schon noch liegt schon ein paar Wochen rum, aber die Rückgabefrist ist zum Glück noch nicht verstrichen, noch nicht abgelaufen. Geht zurück das Ganze und habe eben ein neues Exemplar bestellt. Schade. Dann wollen wir mal schauen, ob das neue eingeschweißt ist. Das hier war jetzt nicht eingeschweißt. Ja, und zum Abschluss, wenn wir jetzt soweit sind, weil wir eben hier von den Künstlern von Frank Bassetta und von Crinkle Roy gesprochen haben und über Conan. Hier haben wir ein Sammelband, eins von vielen, die rauskommen werden. Hier auf der Rückseite sieht man die ganzen Heftausgaben, die hier drin zu finden sind. Ist von Marvel, liegt auch in Deutsch vor, ist jetzt der, kann man hier, müsste der vierte Sammelband sein. Marvel hat zwei Conan-Serien damals rausgebracht in den 70er und 80er Jahren. Einmal eine farbige Ausgabe, das ist die hier, einfach Conan der Barbar oder Conan the Barbarian. Und dann gab es noch die Schwarz-Weiß-Fassung, die beste überhaupt, die beste Conan-Comic-Serie überhaupt. Das ist The Savage Sword of Conan. Und die gibt es auch in so einem Sammelband. Ja, bei uns gab es früher in den 70er, 80er Jahren Conan als Comic bei dem Condor Verlag. Und da ausschließlich als Taschenbuch oder Comic-Alben. Und der Condor Verlag war berühmt dafür, für seine schlechte Produktqualität. Die Taschenbücher, die hatten so eine schlechte Leimung, dass wenn man, auch wenn sie neu waren, aufgeschlagen hat, man hatte die losen Blätter in der Hand. Ich zeige euch das mal. Das hier ist jetzt kein Conan-Taschenbuch und auch kein Taschenbuch von Condor. Nur um euch das hier mal zu veranschaulichen. Das ist jetzt eins der wenigen Taschenbücher von Marvel Kung Fu. Ich glaube, ist von dem Williams Recht Verlag. Das ist jetzt hier nur noch eine lose Blattsammlung. Gucken wir mal. Ja, Williams Verlag. Von 1976. Jawohl, hier kann man das sehen. Ja, war in einem Dreifarbdruck. Schwarz, Weiß und Orange. Ja, das ist nicht alles voll mit hier, wie hieß er, Cheng Li oder so. Und noch ein paar andere. Ja, ein paar Grautöne auch noch. Okay. So, und hier haben wir dann richtig, ach, Shang-Chi hieß er. Okay. Naja, jedenfalls, wenn man dann die Condor-Taschenbücher einmalig aufgeschlagen hat, dann sah das Ganze danach ungefähr so aus. So. Also die Leimung war absoluter Schrott. Der Leim ist gleich ausgehärtet und dann ist das quasi beim Aufschlagen
hier gebrochen, alles raus. Die späteren, letzteren Taschenbücher, egal ob das jetzt von Conan war oder vom Hulk, die Spinne, Spider-Man, da war die Leibung etwas besser, aber letztendlich. Und was auch beim Condor Verlag negativ aufgestoßen ist bei den Fans, ist, die hatten hier nicht so eine, ja, wie sagt man, so ein Lettering, so ein Handlettering, dass eben die Sprechblasen aussehen, als ob sie mit Hand geschrieben wurden, sondern die hatten ganz einfache Druckschrift in den Sprechblasen. Und das hat auch das Lesevergnügen getrübt. Ja, das jetzt nochmal so zum Abschluss. Jetzt kommen wir richtig für diesen Part zum Abschluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Dankeschön. Macht's gut. Jetzt ist es schon dunkel draußen. Drehe ich jetzt noch den zweiten Teil? Oder morgen? Denn aller Frische. Wir sehen uns.